Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Doom 3 mit dem Plüsch. Und der Dream. Wir sind doch da, wo wir den letzten Part aufgehört haben. Wir haben jetzt mal nicht weitergemacht. Und wir sind zu Plattform 3 gebeamt worden. Hallo. Was bist du denn für ein hässlicher Tumor? Also egal was hier passiert, es wird ganz schnell ganz hässlich. Und jemand hat das Licht ausgemacht. Hallo? Wie kann ich mit einer Rakete verfehlen? Ich schaffe auch nur ich. Hallo. Revenant. Revenant ist abgehoben. Revenant ist gelandet. So eine Granate müsste eigentlich schon so einen Flächenschaden, so eine Rakete müsste eigentlich schon so einen Flächenschaden haben. Oh, die Cafeteria. Robocola. Ich schaue mir immer gerne so Zeitschriften und so an. Vielleicht findet man immer etwas Interessantes. Weil auf der Zeitschrift dieses eine Doom-Ding ist mir auch noch nie so wirklich aufgefallen. Minigun. Wie viel habe ich denn Schuss habe ich jetzt eigentlich mit der Minigun? 390. Was? Alter, du darfst noch sterben. Wenn die Gegner nicht sterben, dann muss ich sie zu ihrem Glück zwingen. Hast du eine schöne Pirouette gemacht. Soll ich darüber? Alter, das sieht nicht gesund aus. Und da geht's tief runter. Hallo. Wieso kann ich deine Raketen nicht abschießen? Oh boy, du schießt es doch. Ich spiele mit meiner Raketengranate. Hallo. Dann muss ich wohl außen rum. Okay, da geht eine Treppe runter. In den Pornokeller gehen wir später. Kann ich hier rein? Hauptzugang. Hallo. Tür. Ist irgendwas Wichtiges drin? Ja, sieht zumindest wichtig aus. Da liegt ein PDA. Entriegelt. Die Tasche mal kurz aus. Okay, da komme ich nicht rein. Ja, rein. Dann gehen wir halt in den Pornokeller. Wer mich töten will, muss schon früher aufstehen. Es sei denn, ich töte mich selbst, was öfter vorkommt. Nein, kann betreibt haben wir. Muss früher aufstehen. Früher als du? Wahrscheinlich. Naja, hier gibt es keinen anderen. Ist nicht schwer. Da gibt es keinen anderen Weg. Da habe ich was hinten übersehen. Du hast nichts. Habe ich im PA übersehen oder sowas? Kommt der in meinen Fällen öfter mal vor? Mhm. Nein. Hier liegt nur Robocola. Soll ich dir irgendwie helfen? Wo muss ich denn hin? Erreiche den das Hauptportal. Ja, okay. Immer noch. Sag doch wahrscheinlich jetzt. Sag wahrscheinlich jetzt. Au. Vor allen Dingen hier. Hauptzugang, ne? Ja. Kontrolltür. Das ist die wahrscheinlich, ne? Die geht auf. Ja. Kann ich knicken? Gut. Ja. Ah.
mal gucken. Die geht gar nicht. Ich muss ja da runterspringen. Die geht auch nicht. Dann musst du wahrscheinlich da runterspringen. Ich speichere einmal vor sich selber. Besser wär's. Oh Gott, wie süß, okay, schlecht. Eingeplüscht. Ich hatte damals, da war ich, glaube ich, in Spanien. Glaube ich. Wo du da auf eine Vespa oder Hummel getreten bist? Das war Griechenland. Okay. So. Nee, wir waren ein relativ abgelegenes Hotel damals gefahren. Und ich muss sagen. Oh. Da war eine Leiter nach oben. So andersrum. Okay. Wollen wir erstmal hier. Was ist das für Heilung? Obwohl. Und da gab es so einen kleinen Lift-Job, der relativ günstig lief. Da kannst du, glaube ich, noch im Terminal noch irgendwas aktivieren. Nur so, by the way. Ernsthaft? Ja. Ah, gute Augen. Dekontaminierungskammer-Sequenz initiiert. Was steht da? Die Kontaminierungskammer, die können wir jetzt betreten. Ah, okay. Voll hoch, heißt die nach oben. Okay. Ich hab da mal irgendwas bitzen sehen, aus dem Augenwinkel. Ich höre was. Hallo? Bah! Bah! Ich wusste es! Ich hab ja nicht gespawnt. Bah! Einfach mal Revenant in den Schritt schießen. Ach, guck mal. Ich glaube, ich würde mal das. Ist das jetzt da unten die Dekontaminierungskammer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es ja den Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Primärsystem Auswahl. Systemabschaltung. Backup-Systeme online. Haltet ihn auf! Was? Wartungspersonal, Kammer 3, erfordert. Und ich weiß gar nicht genau, wo ich das Ego geschickt habe und ich habe behalten habe. Aber. Boah! Hilfe! Ich will auch so Raketen haben. Springen ist immer so cool. Und ich muss echt sagen, die Katze, die aus, also die ich damals da gesehen habe, die ist aus unserer jetzigen Katze. Die ist voll süß. Plattform 4. Ausgewählt. Die war wirklich so weit. Ich glaube, die Katze. Let's go! Ich weiß gar nicht, was die erst gemacht haben. Hm. Ist mir aber egal. Loot. Ja, natürlich haben sie jetzt nicht wirklich mit ganzen Haaren gemacht. 317. Haben wir da was? Bevor ich die Größe aus. Nein, haben wir noch nichts. Da drunter war noch. 317. 841. 841. 841! Habe ich die schon eingegeben? Ja, hast du schon. Gib die 481. Es ist die 841. Wow, so viel Heilung? Jetzt kann ich anrufen. Kann ich gar nicht mitnehmen. Ich kann das gar nicht alles schleppen. Ich hab Fett vor. Warte dann nur darauf, dass du da durch die Tür kommst, aber dann so. Hey! Wir waren hinter euch. Ja, ist mir egal. Hinter euch! Hm. Die haben alle mit der Gamestar-Schrift hier was? Der flackert ein bisschen durch. Hier steht irgendwas nur. U-A-E Today. Oder E. Ah, yeah. The Day. You must look.
Ah, ja, okay. Was haben wir denn noch so Schönes? Das da könnte ein Alien sein. Warte. Machine Science. Maschinenzeichen. Nein, nicht Science. Wissenschaft steht da. Maschinenwissenschaft auf Englisch. Kann ich mir nicht einfach so einen Laptop mitnehmen? Einfach so, weil es kann. Was wird da drauf? Keine Ahnung. Scheinbar La One? Hä? Wahrscheinlich so FSK 1 Videos. Klar. Mit einer Robocola. Mit Dora. Dori? Dora? Dora ist los. Dekontaminierungskammer-Sequenz initiiert. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. So, jetzt werde ich einmal wieder beleuchtet. Dekontaminierung abgeschlossen. Einen schönen Tag. Hauptsache, das Ding wünsche ich dir. Wir sind hier in der Hölle auf Erden, aber einen schönen Tag. Hä? Wie war ich denn? Plattform 2. Ausgehen. Ja, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Plattform 1 ist da. So. Wir werden den Weg finden. Ja, irgendwie. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Vor allen Dingen erreichen sie das Hauptportal. Ja, mach die Scheiße auf. Es steht ja nirgendwo, wo dieses Portal ist. Ja, da muss er herausfinden, das ist ein Puzzle. Guck mal, das steht zum Beispiel Chapter 2. Hier habe ich alles aktiviert. Da kann ich gar nichts machen. Heilung habe ich voll. Die Mundwürden können mir jetzt hier gar nicht auf den Sack gehen. Könnte man die BFG nachladen. Ich folge einfach mal dem Blut. Ich folge jetzt einfach der Periodensoße. Ja, vielleicht hat der Kopf einfach verloren. Ich werde ihn bei der nächsten Gelegenheit fragen. Agent! So, dann ging es hier runter. Dann ging es einmal hier rum. Weiter rein. Oben. Geschloppen. Nur Vorsichtsmaßnahme. Vorsichtsmaßnahme? Du hast sie voll übersehen gehabt und dann bist du auch weitergelaufen. Ich kann mich gar nicht an. In Sinn, dass da einer lag. Ja, dann wird er jetzt wohl jetzt auch nichts machen. So. Mindestens. So. Der hat, glaube ich, nicht funktioniert. Obwohl. Ja. Ich glaube, hier kommen wir zu 3. Moment. Plattform 3. Ausgewählt. Ich muss mir mal ein ganz kurzes Ding angucken. Plattform 1. Da haben wir 1. Plattform 2. Ausgewählt. Und dann wird die 3. Ausgewählt. Ich muss mal gucken. Let's go. Wieder mal durch den Anus der Hölle. Nee. Okay, das sind hier okay. Also 4 war ja schon mal viele. Sicherheitshalber? Prophylaxe. War ich auch in Resident Evil. In jedem Resident Evil Spiel, egal wenn du eine Leiche siehst, ist genau wie bei Dead Space. Okay.
sind wir wieder hier. Hier ging die Tür nicht auf. Drück mal da auf den Knopf. Hab ich doch. Geht nicht. Ja, ich frag da ja nur. Kontrolltür, das wird die hier sein. Vor allen Dingen, ich müsste da rein, da liegt... Vor allen Dingen könnte ich da rein porten wahrscheinlich. Da liegt auch so, da ist auch so eine komische Matte. Versuch mal, ob du das Kerstin schießen kannst. Ja, okay. Ja. Aber den anderen kannst du ja nicht eben kaputt machen. Vor allem liegt da drin ein PDA. Ja, kannst du wahrscheinlich später machen. Ne? Vor allem jetzt sehe ich auch, warum die Tür dazu ist. Hm. Ja, abgeriegelt. Das ist abgeriegelt, mein Gott. Wer ist denn? Ist nicht? Okay. Nee, wahrscheinlich nicht. Guck mal, mach mal kurz Licht an und dreh ich mal um. Okay, geht's nicht weiter. Ja, und jetzt komme ich. Jetzt komme ich hier zum nächsten Portal. So, jetzt gucken wir uns die nochmal an und gucken, wo das kommt. Wo bin ich jetzt aktuell? Plattform 1 ausgewählt. Plattform 3 ausgewählt. Plattform 4 ausgewählt. Plattform 1 ausgewählt. Plattform 2 ausgewählt. Sicherheitsplattform? Ich kann es nur mal testen. Weil das sieht. Schauen wir mal die Beine mal. Das sieht nämlich anders aus als auf den Karten, die vorher. Plattform 3 ausgewählt. Das war das, was nebenan. Lagerplattform. Ja, da waren wir schon. Da kann ich ja nur die 2 nehmen. Ausgewählt. Hier hat man das Auto. Und wieder durch den Dickdarm. Aber ist noch ausgewählt. Ja. Tada! Ach, so breit. Leider habe ich hier nicht so ein Kältloben-Ding. Schild. Guck mal, ob du jetzt durch die andere Tür da kannst, die gesperrt war. Das ist die. Die meine ich. Nee. Ich meine eigentlich die hier. Da geradeaus. Jetzt rechts. Nein, links, mein Schild. Links. Tut mir leid. Ja, hier komme ich durch, aber da hinten ist eine andere gesperrt. Da, Dämonengeschwurbel. Ja. Jetzt müssen wir schon mal gucken, ob bei der anderen Tür, ob das überhaupt eine Tür ist oder ist das eine Wand. Das ist eine Tür gewesen, aber da komme ich nicht durch. Stopp. Bisschen links. Links, nicht rechts umdrehen. Weiter, weiter, da. Ist keine Tür. Ah, gut, danke. Wissen Sie, was wollte ich wissen? So, was hat das PDA zu sagen? Hat mich lieb. Martin Schulz. Martin, unser System können nur genug Leerung aufbauen, um die Portale etwa 10 bis 15 Sekunden lang offen zu halten. Das reicht, um das Team durchzuschicken. Nee, das ist vom Film, aber nicht für die schweren Aufrüstungen. Hast du eine Idee, wie zusätzliche Energie von Stabilisatoren in Konverter umleiten können? Ich glaube, wenn wir die Halbfeld um 30% verstärken können, kämen wir auf die volle Übertragungsenergie. Wir können das Feld länger offen halten. Für die Hilfe wäre ich sehr dankbar. Aber wir müssen irgendwas auf 13% schaffen. Mhm. Moment, was sagt jetzt meine Mission? Sagt ihr immer noch Hauptportal? Ja. Derzeitiges Hauptportal, okay. Mein Gott, ist das hier dunkel wie ein Maulwurf-Arsch hier, ey. Das war nur eine Redensart. Okay, jetzt hatten wir die 2. Plattform 3 ausgewählt. Lagerplattform. Wie hieß das nochmal auf dem PDA? Da müssen wir. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das Ding sagt auch keine. Deswegen geht aber bitte auf PDA und auf die letzten Nachrichten bekommen. So, Energie, Ausrüstung, System laden, Aufbau, Portal, 50 Sekunden. Da unten haben wir rechts, ich bin mit dem Schirm. Also, das ist eine Tür, das ist der Reaktor. Keine genaue Info. Das ist
Explosion oder Erfahrungsenergie irgendwie für das. Plattform 4 ausgewählt. Quellensteuerung. Plattform 3 ausgewählt. Achso, wir sind hier, okay. Quellensteuerung. Ich weiß nicht, hier ist es. Wir hatten gerade die 2, ne? Plattform 2. Ausgewählt. Jetzt einfach mal so 2. Dann muss ich auskommen. Ja, sehr weit. Na, Controller, fick dich! Hey, ganz ruhig. Ich wollte den Controller nur meine Liebe aus. Ich wollte den Controller nur meine Liebe ausdrücken. Ich meinte natürlich die 2. Das war die 3. 3. Ey, hier ist die mal eine wunderschöne Plattform. Das ist 3. Ja, sag ich ja, ich wollte auf die 2. Plattform 2. Sicherheitsplattform. Ja, es ist ja einmal im Kreis geschickt. Ernsthaft? Okay, dann gehen wir zu 2. Dann zu 3. Ich laufe im Kreis herum. Am besten spiele ich dann eben Musik. Ja. Aber so hört Musik. Vor allen Dingen, ich war auf der 3, ne? Ja. Plattform Lagerplattform. Ausgewählt. Plattform 2. Ausgewählt. Sicherheitsplattform. Zu 1. Ausgewählt. Ja. Wenn mich jetzt die 2 und die 3 verarschen, ne? Geh ich zu 1. Was ist hier? Da hab ich gerade gemacht, wo ich hier da auskam, weißt du ja. Geht's voran, Mary. Ah. Die Reise ist ja, richtig. Du stirbst und deine Seele gehört mir. You touching not my soul. Er sagte, meine Seele gehört ihm. Nein! Das war auch ganz lustig, nicht? Der Herr, da war eben ein Mann gewesen oder Frau, ich weiß nicht mehr, ich war nicht dabei, hat meine Mutter angesprochen auf Englisch. Und deine Mutter hat ihn angesprochen wegen dem Ausgang von der Achterbahn. So rum. Auf Englisch, okay. Und, sie hat dann überhaupt nicht die Worte gefunden und Dragon ist dann eingesprungen. Plötzlich konnte er Englisch. Das ist immer so. Wenn ich es nicht brauche, kann ich es. Wenn ich es brauche, kann ich es. Brauche ich es nicht, fallen mir die Wörter nicht ein. Weil mein Stiefvater, ne? Damals noch der Freund meiner Mutter. Jetzt. Du wirst das Ding, oh, das du suchst, so nicht finden. Hatte. Es ist für immer in der Hölle eingeschlossen. Der meint, wie geht es dir? Die. Die, suffer, burn. Die, suffer, burn. Die, suffering? Suffer melody. Die liegen hier schon länger, ne? Oh, das sieht lustig aus. Was? Keine Ahnung, er hatte nur eine fucking Chainsaw. Okay. Alter, was ist denn hier passiert? Da liegt nur der Torso-Klaus. Wie viele noch von euch? Okay. Das Ganze in irgendwelchen Leuten rein. Naja. Der hat sehr Spaß gehabt. Die Sitzhaltung sieht irgendwie komisch aus. Er ist ein Genie, er braucht nicht sitzen. Hat sich hochgepupst. Hat eben beim Pups noch gestorben. Sicherheit. 104. 104. Okay, 104. 579. 579. 579.
Toll. Ja. Das ist lustig. Dann erstmal gegen die Wand. Ja, das ist auch so. Du entkommst. You lose? Longs? Wieso habe ich auf einmal die Trophy? Oh Gott. Ein Baron. Und ein Hell Knight. Zwei Hell Knight. Fuck you. Was? Fuck you. Toll, mit 10 Leben. Ich hätte nicht ahnen können, dass die Pisser 2 BFG-Schüsse abkönnen. Und jetzt hast du die ganzen BFG-Schüsse verbraten. Hölle. Hallo, welcome to hell. Skatoi, Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Also Kat ist ziemlich musikalisch heute. Ich bin plüschig, lass mich. Plüsch das da. Ich bin sein Plüschen, aber es reagiert nicht. Hast kaputt gemacht. Was? Nein. Ich lag auf deinem Bein. Wahrscheinlich hast du dir angepiept. Bin ich klar. Wieso bin ich jetzt in der Hölle? Mit so wenig Leben. Das wird doch nix. Na, toll. Kleine Gegner sind schwach und schwer zu treffen. Setze bewusst bevorzugt Streuwaffen ein. Also... Pumpgun. Inhalt wird gespeichert. Speziell schalten Sie das System nicht aus. Please hold the line. Willkommen in meinem Reich. Es bietet einen Blick in die Zukunft. Die Mächte, ich habe keine Waffen mehr. Ich habe keine Waffen mehr. Und bringen den Menschen Dunkelheit. Deine schlimmsten Ängste werden bald wahr, wenn deine Seele in der Hölle brennt. Es gibt kein Entkommen. Ich bin überall. Und du findest nie, was du suchst. Hallo. Ich hab meine BG, alles ist weg. What the? Ich schau mal nach, ob jemand zu Hause ist, ne? Was zum? Ich hinterfrage es einfach mal nicht. Was zum Teufel? Alter. Jetzt macht der Controller wieder Mucken. Okay. Also geil sieht's ja schon mal aus. Ich genieße gerade einfach mal eben so die Atmosphäre.
Ja, so stelle ich mir die Hölle vor. Fuck you. Fuck you. Wieso verpuffen meine Granaten gegen den? Aua, ich komme auch nicht durch. Meine Granaten haben keine Wirkung gezeigt. Ah, oh toll, fliegende Babys. Mein Albtraum. Ja, ganz geil. Hat unser Kind später Flügel? Ich glaube nicht. Bah. Das ist so mein Hasspart, dass man alle Waffen wechselt. Haben wir schon mal die Chainsaw wieder. Wir kriegen alle Waffen also nach und nach langsam wieder. Kann mir einer erklären, warum unsere Waffen in der ganzen Hölle verstreut sind? Vielleicht ist das so gerne eine Teleportation in die Hölle. Wenn man hier irgendwo aufgetaucht und hast du die Waffen in der Hölle. Ich versuch grad den Sinn zu finden. Ja, das ist dann. Was zum. Hätte mir einer wenigstens sagen können, dass ich hier im verrückten Labyrinth. Labyrinth lande? Ich weiß nicht, wie Labyrinth lande. Na toll, das war hier so. Hä? Oh ne, nicht hier. Lost Souls. Das ist noch nicht eine große Tür. Da hüpfe ich mal nicht rein. Alter. Also für ein PS3-Spiel muss ich sagen, ist es schon recht geil. Aber bevor es hier weitergeht, machen wir hier einen kleinen Cut. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, was uns unser Höllentrip hier bringt. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal und...